Hallo, liebe Freunde des Netzes. Wir befassen uns ja viel mit Hasskriminalität, also rechtswidrigen Inhalten im Netz. Ein anderer rechtswidriger Inhalt ist Kinderpornografie. Und das ist normalerweise der Bereich, der die höchste Sensibilität und die höchste Bereitschaft auch der Strafverfolgungsbehörden für Aktivität entfaltet. Steuerung F hat in der letzten Woche eine Reportage veröffentlicht mit einigen interessanten Findings, die aus juristischer Sicht einmal betrachtet werden sollten. Zunächst einmal hat man herausgefunden, dass zwar die Foren typischerweise im Darknet verfügbar sind, sodass es relativ schwierig ist, über IP-Adressen die Täter ausfindig zu machen, aber die eigentlichen Inhalte, nämlich Bilder und Filme, sind typischerweise im Clearweb, und zwar bei Sharehostern, wo man per Link eben diese rechtswidrigen Inhalte teilen kann. Steuerung F hat es geschafft, mit einem Skript, was wir jetzt hier gerade sehen, ein Skript, was die Forumsbetreiber eigentlich für ihren eigenen Nutzen geschrieben haben, innerhalb von einer Nacht 80.000 Links zu identifizieren, die an die Sharehoster zu melden, die dann innerhalb von 48 Stunden gelöscht worden sind. Und daraufhin hat Steuerung F das BKA, was sich mit diesem Thema ja befasst, konfrontiert, gefragt, wie die so vorgehen. Nach offiziellen Daten löschen die im Netz 7.000. Also 80.000 Steuerung F innerhalb von 6 Stunden Aufwand mit 48 Stunden Löschungszeit, 7.000 beim BKA. Und der Vertreter vom BKA macht keine so richtig gute Figur dabei. Also sein erster Einwand ist dann, naja, sie haben es aus dem Netz gelöscht. Hören wir uns das mal an. Das mal ausgerechnet, das wäre so viel, wie wenn man sich ein Jahr lang 24 Stunden am Tag Videos in HD-Qualität anschauen würde. So, über so eine Datenmenge reden wir. Und es ist uns da gelungen, binnen 48 Stunden alles aus dem Netz zu holen. Was sagen Sie dazu? Sie haben es hier aus dem Netz gelöscht, aber Sie haben es auf der Festplatte des Täters nicht gelöscht. Mhm. Das ist natürlich ein Schrottargument, möglicherweise ein Augenblicksversagen, wie wir Juristen das nennen. Kurz vorher hat er noch gesagt, wie wichtig es ist, die Sachen aus dem Internet zu entfernen, Opferschutz und so weiter, dass man die Sachen auch gerne von der Festplatte des Täters löschen würde, ist klar, weil natürlich wieder neue Uploads stattfinden können. Aber die eigentliche Gefährlichkeit erfolgt ja natürlich durch die Verbreitung. Und würde man, und das hat man in dieser Dokumentation auch gesehen, konsequent diese Share-Hoster melden und zumachen und die Foren leersaugen oder die Inhalte dort sperren, dann würden diese Foren irgendwann auch austrocknen, würden sich neue suchen müssen, aber man könnte diese Verbreitung ganz erheblich verlangsamen. Und die Links, die Steuerung F dort gefunden hatte, waren teilweise mehrere Jahre alt. Was wir hier sehen, ist ein systematisches Dilemma, nämlich die Aufgabe des Bundeskriminalamtes ist ja in erster Linie Strafverfolgung, also Täter zu finden. Und was wir dann erleben ist, dass das BKA sich nicht darum kümmert, die Straftaten selbst ohne Täter aufzuspüren oder gar zu beenden. Und das ist eigentlich sehr traurig, denn wir haben ja hier gesehen, wie einfach es ist, eine Unmenge an Daten zu finden und zu melden, sodass sie entfernt werden. Aber das ist keine typische Tätigkeit eines BKAs. Und es gibt leider niemanden, der diese Tätigkeit vornimmt, wenn nicht gerade ein paar Journalisten vorbeilaufen, um zu zeigen, was hier gerade passiert. Die Strafverfolgungsbehörden haben eben nicht, wie man annehmen mag, den Auftrag, Menschen zu beschützen, Prävention zu betreiben. Das steht zwar alles in den Polizeigesetzen drin, aber der Benchmark ist ja eigentlich die Aufklärung. Und da macht es für ein BKA offenbar wenig Sinn, selbst nach neuen Straftaten zu suchen. Das nennt man Bestreifen, dass man selbst aktiv guckt, wo die rechtswidrigen Taten begangen werden. Wir sehen, dass die Polizei durch Parks fährt oder auf einer Autobahn steht, um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten aufzuspüren und zu beseitigen, abzuschrecken. Da ist man ziemlich ausgeklügelt. Jetzt will ich nicht anfangen mit dem, warum macht er dies und nicht das andere, diesen Whataboutism. Aber gerade bei rechtswidrigen Inhalten im Netz haben wir hier ein Defizit. Denn das Bestreifen, das Suchen nach rechtswidrigen Inhalten war bisher verpönt. Das Netz soll man in Ruhe lassen, die Polizei soll bitteschön nicht dort rumlaufen, es sei denn, es gibt einen ganz konkreten Hinweis. Und das ist ein Aspekt, den sollten wir mal auf den Prüfstand stellen, denn wenn wir die Ressourcen der Polizei betrachten, dann könnte man viel, viel mehr erreichen, wenn wir die Straftaten verhindern oder beenden. Also jene Straftaten, die schon stattfinden als Dauerdelikte, die sich leicht beenden lassen, um damit Opfer zu schützen. Denn Opferschutz ist auch eine Aufgabe der Polizei, wie Sie selber sagen, aber es ist nicht der Schwerpunkt. Wenn jetzt etwas später in diesem Interview der Polizist sagt,
Man muss die Ressourcen betrachten, dann muss man natürlich denen vorhalten, dass sie entweder nicht willig oder nicht fähig sind, die Methoden anzuwenden, die jetzt hier die Journalisten, die nicht einmal unbedingt besonders technisch versiert gewesen sein müssen, angewandt haben, nämlich einfach nur Links aufzuspüren, vielleicht mit einem Skript zusammenzusammeln und dann zu melden. Das hat das BKA nicht machen wollen und ja, der Interviewpartner tat sich natürlich schwer, dort eine gute Figur zu machen. Aber was man sich eigentlich gewünscht hätte, wäre, dass er einfach eingeräumt hätte, okay, das ist ein Ansatz, den sollten wir mal weiter verfolgen. Und nun ist es Aufgabe der Politik, zum Beispiel der neuen Innenministerin, dafür zu sorgen, dass das BKA nicht nur Strafverfolgung betreibt, sondern auch Straftaten beendet. In diesem Sinne, und weil es gerade hier nicht dazu passt, aber auf dem Tisch steht, das ist eine Figur, die ich von meinem Team an diesem Wochenende geschenkt bekommen hatte. Sieht mir irgendwie ähnlich, aber irgendwie auch nicht, anlässlich meines 20-jährigen Kanzlei-Jubiläums. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.